Hallöle, da sind wir wieder und ich bereite mich gerade vor, um in den Nether zu gehen. Da brauchen wir noch ein paar normale Spitzhacken, die aus Diamant sind noch zu gut dafür. Wir brauchen ja nicht allzu viel Bornoquarz und sowas. Das kann weg. Was brauchen wir denn hier? Ja, nicht. Schwert. Boah, sieht noch gut aus. Bogen sieht auch gut aus. Pfeile haben wir auch noch genug. Und wie ihr seht, sind Martina und Peter nicht da. Weil die kommen ja eh in den Nether nicht mit. Ich würde aber noch mal schauen, noch eine Spitzhacke verzaubern. Vielleicht bekommen wir noch auch Behutsamkeit drauf. Dann können wir nämlich auch noch ein bisschen Glowstone auch mitnehmen. So. Ja, manche Zacke waren ja schon verzaubert, jo. Immer noch eine Spitzhacke, was kriegen wir drauf? Effizient? Effizient und Haltbarkeit? Nein. Glück auch noch. Behutsamkeit, da haben wir es. Zack. Packen wir uns extra hin. Sehr schön. Und dann nehmen wir noch das Eisenschwert lassen wir da. Nehmen wir doch das Diamantschwert mit. Jo, dann sind wir eigentlich schon ausgerüstet und das kann dann losgehen. Und was Überflüssiges dabei? Nein. Und wie ihr seht, habe ich schon den Shader abgeschaltet, weil der in der Nether nicht zu gebrauchen ist. Und Moment. Schon mal die Helligkeit hochstellen. Nur im Nether ist es ja immer düster. Ja, lass mich raus. Jetzt immer das große Creeper-Loch. Und abwärts. Was haben wir denn hier noch? Niedergestein. Wir sollten aber mal vorher das Feuerzeug mitnehmen. Und rein geht's. Oh, ja, hier ist ja noch der Wegpunkt, weil ich ja... Der muss ja schon ewig drin sein, als ich hier das letzte Mal gestorben bin. Das ist aber schon Urzeiten her. War auch schon lange nicht mehr im Nether drin. Wie sieht's hier aus? Lava, lava, lava. Das aber... Glowstone und Quarz, ne, Pilze. Und das ist aber interessant. Thank you.
Ja, das kommt davon. Haben wir jetzt 10 und das sind 22. Tja, das kam, weil ich falsch gedrückt habe. Was sollen wir denn mit Pilzen? Da tun wir auch noch mal groß tun, da ist aber viel Lava, Lava, Lava. Zu knurren hier. Mal da drüben lang. Schauen wir mal. Also siehst du, das, was ich brauche, nicht. Kein Quarz. Weit und breit. Gehen wir mal wieder zurück und versuchen es in einer anderen Richtung. Doch da, Quarz. Glück, 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 Glück. Wie haben wir denn jetzt davon bekommen? 11 Stück, na ja, so war es auch wieder nicht. Ach, da ist noch mal Quarz. So alles. Ah, hier. Sehr schön. Legen, halt hier geblieben. Das muss in der Leiste sein. Oh, was ist das denn? Habe ich ihn aus Versehen gehauen? Eine Ratte ist das. Oh, ich dachte, ich war ein Schweinemensch hier. Nur sagen, gerade Glück gehabt. Nur wegen dieser Ratte. Augenblick warten, um mich zu erholen. Dieses blöde Vieh hin. Oh, mein Hut ist kaputt gegangen. Mein Schutzhelm. 33, nur davon, das ist zu wenig. Mal ein bisschen schauen.
da oben. Wohin sehen wir da hinkommen? Hochbauen. Das ist sicherer als wenn man irgendwo in die Lava fällt. Glück und Effizienz, ja. Noch was? Da ist dahinter noch was versteckt. Mann. Einsammeln. Einfach mal schauen, ob dahinter noch irgendwas ist. Aus von oben das dicht machen kann wieder. Das ist nämlich nicht so schön, wenn man du sollst nicht reinspringen, du sollst das dicht machen. Ja, ist ja gut. Nicht noch mal rein. Ich hab's gerade überlegt. Warum ist das hier eingeschaltet? Reinschmeißen, was wir haben. Das ist zwar nicht viel, aber besser als gar nichts. Das lassen wir erstmal alles hier.
Muss Feuerzeug auch. Und dann machen wir diesmal etwas. Noch düster, beziehungsweise 0%. Fertig, und der Schäler wieder an. So. Und es ist dann wieder Nacht. Nehme ich doch mal an. Ja. Ausweichquartier. Oh, Schlaf. So, jetzt mal was futtern. Haben wir hier denn eigentlich noch was zu essen? Ja, Gammelfleisch. Wie sieht's denn sonst aus? Ja, da werden wir uns mal den Berg anschauen. Wie das aussieht mit dem Sendeturm. Da auf den soll es drauf. Gucken wir mal. Da müssen wir auch mal da draufsteigen erstmal. Das wird auch die Erstbesteigung sein. Bam, 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 bam. Mal schauen, ob man überhaupt draufkommt. Ja, schlecht vorbereitet sollte man das nicht machen. Und gar keine Schaufel. Da müssen wir uns erstmal ausrüsten. Ja, drin. So. 1, 2, 3. 2 noch. 2 Schaufeln reichen. Eine dicke hin. Noch eine angebrochen haben wir ja noch. Oh, müssen wir Augen aufmachen. Mann, Mann, Mann. Das ist bestimmt der Schock, weil ich fast gestorben bin. Den ganzen Berg auch nicht abtragen. Machen wir auf. Ja, da muss Terraforming gemacht werden. Weil der Turm kann ja nicht auf die einzelne Spitze hier drauf. Und mal schauen, wie hoch sind wir denn überhaupt. 109, dann bleiben nur noch 146, 147 maximal übrig. Also wenn wir jetzt
Terraformen machen und hier natürlich da nicht runterspringen. Mal ein bisschen andeuten, wie das sein soll. Nichts mehr. Was können wir alles noch besorgen? Da müssen wir noch ein Gewicht. Oder vielleicht doch nicht oben auf den Gipfel, sondern hier haben wir ja schon was, was so passen würde. Dann machen wir das wieder ab hier. Schlecht aus, wenn wir hier die Plattform oben haben. Müssen wir uns nur noch einen sicheren Weg bauen. Muss ja alles transportiert werden, von unten nach oben etc. Da hat man von hier aus eine wunderbare Aussicht. Und auch jetzt nicht runter. Hier war das genau. Den Weg runterbauen bzw. hochbauen. Eine Treppe hochbauen. Gehen können. Das wird schon funktionieren. Dann werden wir wenigstens ein paar von den Pflastersteinen los. Muss ja für die Arbeit und so weiter alles sicher gemacht werden. Ja, für die Arbeiter. Und das bin ich dann ganz alleine. Ja.
Aber das machen wir dann erst nächstes Mal. Und deswegen sage ich Tschüss und Bonne Nuit.